Eine neue Art von Sommerflieder ist der Butterfly Candy. Ein kleinwüchsiger Schmetterlingsstrauch oder auch Sommerflieder genannt. Und wenn du wissen willst, wie du ihn überwinterst, wie du ihn schneidest, wie du ihn anpflanzt und so weiter, wenn du einfach mehr Informationen über ihn haben möchtest, dann bleib dran, denn bereits nach einem kurzen Intro wirst du mehr erfahren. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Zusch im Garten. Mein Name ist Zusch Vinzenz. Und wenn du gerne Gartenvideos schaust, dann lass jetzt unbedingt ein Abo da. Drück die Abo-Glocke, damit du keines meiner neuen Videos mehr verpasst. Lass am besten auch gleich ein Like da, dann vergisst du es nicht. Und wenn dir das Video gar nicht gefallen sollte, kannst du es am Ende wieder entfernen. Heute geht es um den Butterfly Candy, eine neue Art von Sommerflieder, Schmetterlingsstrauch, welcher nur 80 cm hoch wird. Er verträgt eine Kälte bis zu minus 20 Grad und ist natürlich perfekt für perfekt für Schmetterlinge und Hummeln. Er sollte sehr sonnig stehen. Die Abstände zwischen den einzelnen Pflanzen sollen 80 cm betragen. Ich habe dir die Pflanze unten mal verlinkt. Da kannst du mal reinklicken. Kannst dir eine bestellen oder kannst dir mal durchlesen, was sonst noch wichtig ist. Ja, ansonsten natürlich mehrjährig. Ihr könnt die Pflanze, den Butterfly Candy, draußen überwintern lassen. Wie gesagt, er verträgt bis zu minus 20 Grad und sollte natürlich im Frühjahr wieder zurückgeschnitten werden. Habe ich euch schon mal ein Video davon gemacht, also das verhülste Geäst rausschneiden, mache ich euch noch mal ein extra Video im Frühjahr dann, wenn es soweit ist. Aber wir pflanzen ihn erstmal ein und schauen dann weiter. Im Gegensatz zu so einem richtigen Sommerflieder, den ihr hier sehen könnt, bleibt der Butterfly Candy schön klein. Also im Topf, wenn ihr ihn im Topf lässt, wird er nur 30 bis 40 cm hoch. Und im Freiland, wenn ihr ihn ins Freiland auspflanzt, wird er bis zu 80 cm hoch. Also optimal auch für einen kleinen Garten, überschattet euch nicht, bringt aber trotzdem sehr viele Blüten. Optimal für Schmetterlinge und natürlich Hummeln. Ja, ansonsten, um ihn zu vermehren, macht man am besten Stecklinge, wie man das auch mit anderen Sommerfliedern oder Schmetterlingssträuchern macht. Stecklinge nehmen, welche keine Blüten tragen. Also schneidet einen noch recht weichen Ast ab, welchen ihr dafür verwenden könnt. In der Zeit zwischen Mitte Juni und Mitte August steckt ihn in den Boden hinein oder stellt ihn in ein Glas Wasser, sodass er Wurzeln ziehen kann. Ich zeige euch mal, was ihr am besten dafür nehmt. Zum Beispiel dieser kleine Ast hier. Der hat noch keine Blüte entwickelt. Der ist optimal, um einen Steckling daraus zu machen. Entfernt die unteren Blätter dafür, lasst die oberen Blätter dran, damit noch eine gewisse Photosynthese stattfinden kann, und steckt ihn, wie gesagt, in den Boden an einer anderen Stelle. Oder stellt ihn, was noch besser ist, also was ich immer mache, stellt ihn am besten in ein Glas mit Wasser, sodass er Wurzeln ziehen kann. Ja, dieser blüht jetzt in Purple, Lila, Weiß, teilweise Tricolor, ein sehr schöner Butterfly Candy. Wie bereits erwähnt, ein optimaler kleiner Strauch für kleine Gärten, Balkone oder ja, wenn ihr einfach nicht so viel Platz habt und trotzdem gerne Schmetterlinge und Hummeln bei euch im Garten habt. Für weitere Fragen lasst ein Abo da, drückt die Abo-Glocke, lasst ein Like da und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich danke dir fürs Zuschauen. Ciao und bis bald, dein Zusch Vinzenz. Und nun leg dich wieder hin und schau dir ein weiteres Video an, was ich dir hier eingefügt habe. Ist bestimmt auch noch sehr interessant für dich. Ciao.